Nudeln in Tomatensauce, der Klassiker in wahrscheinlich 90% der deutschen Haushalte. Angeblich kann auch dein Thermomix dieses Gericht. Ich bin mir ja ganz sicher, dass er das kann, aber wir wollen ja fairerweise mal rausfinden, ob er das auch schneller kann als du, ob es leichter geht und ob meine Nudeln in Tomatensauce besser schmecken als deine. Los geht's. Los geht's. So, wo haben wir sie denn? Nudeln. Nudeln in Tomatensauce mit Schinken und Chorizo. Was glaubst du, wie lange du brauchst? Halbe Stunde? Bei mir heißt es 45 Minuten und es soll angeblich einfach sein. Ich beginne mit dem Parmesan, 70 Gramm davon. Und den machen wir erstmal klein. Und jetzt muss ich hier einfach nur auf Stufe 10 drehen. Das ist laut, ne? Gehört das so? Ja, das gehört so. Es ist immerhin ein verdammt starker Motor. Irgendwie sieht das hier nach Stress aus. Kann man schon so machen. Ja, also, guck mal rein da. Ja, kann man so machen. Muss man aber nicht. Und jetzt wird hier auch noch einmal gemixt. Er hat schon alles richtig eingestellt. Stufe 5. Und zerkleinern. Eine der 12 Funktionen vom Thermomix. Bei Zwiebeln funktioniert das ganz gut. Hättest du gerne einen Mixer, oder? Nee, überhaupt nicht. Was machst du hier eigentlich auf der Seite der Technik? Technik benutzen. Also bei dir geht das so, bei mir geht das ein bisschen entspannter. Was dünstest du da jetzt? Die Tomaten? Ja. 5 Minuten. Ja, eine gute Tomatensauce brauchen wir ein bisschen Zeit. Du bist ja hier schon wieder leicht im Vorsprung, weil du die Nudeln schon kochst. Ich muss die Nudeln, glaube ich, später direkt in die Soße packen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es pumpig wird. Was meinst du? Ach, du meinst, die rohen Nudeln kommen da rein? Ja. Ih. Ja, ich habe auch ein bisschen Sorge. So, zugeben, Schinken-Chorizo-Mischung. Muss tatsächlich noch mal 4 Minuten warten. Und worauf diesmal? Aus? Dünsten. Dünsten, ja, dünsten. Ja, er dünstet und dünstet und dünstet. So, und während das schon wieder genießbar auf meiner Hand liegt, müssen wir noch 5 Minuten 40 bei dir warten? Oh, ich liebe das Geräusch. Da bin ich ganz nervös. Sieht ja jetzt auch nicht so appetitlich aus. Es sieht pumpig aus. So. Wow, hey. Darf ich dir das reichen? Gerne, ja. Ja? Ja. Deins kannst du behalten. So, wo soll ich denn hier anfangen? Ach ja, ist da ein Einheitsbrei. Ja, also, es schmeckt eigentlich, wie es aussieht, wie Dosenfutter. Nein, das ist gar nicht so schlecht. Lass nochmal meins zum Vergleich. Mhm. Oh, schmeckt scheiße. Es schmeckt nach nichts. Also, es schmeckt ja schon nach etwas. Es erinnert mich ein bisschen an Jugendherberge. Ich glaube, der große Unterschied war tatsächlich, dass du frische Tomaten genommen hast und nicht Dosentomaten, wie der gute Herr Thermomix mir vorgegeben hat. Das merkt man einfach im Geschmack. Und dass du deine Nudeln in der Soße gekocht hast. Tatsächlich kann der Thermomix viele Sachen gut, Nudelgerichte nicht. Dann checken wir doch mal unsere 3 Kriterien ab. Zeit. Hast du gewonnen. Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, da habe ich gewonnen. Man hat tatsächlich eigentlich alles hier reingeworfen. Du hast ja die frischen Tomaten häuten müssen, das muss man erstmal können. Geschmack, bei mir war das irgendwie so eine Einheitspampe. Bei dir hat es schon gut geschmeckt. Der Punkt geht an dich. Respekt. Glückwunsch. Dankeschön. 2-1 gewonnen.